Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seid bei dem E-Mobilist gelandet. Bei mir geht es um Elektromobilität der besonderen Art. Und genau das haben wir hier schon wieder. Das Ado Beast. Und zwar ist es wirklich ein Beast. Es hat nämlich einen richtig fetten Hinterradnabenmotor mit 65 Newtonmeter. Ist klappbar und natürlich STVZO-konform. CE-Siegel, Dekra geprüft. Alles vom Feinsten und alles legal. So wie es hier steht, könnt ihr mit dem Teil überall Spaß haben. Das hört sich nach einer geilen Sache an. Das schauen wir uns genauer an. Jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. Adidas Oasis Ado, Ado Beast 20F, 20 Zoll Fatbike Tires hier, ungefähr 10 cm breit sind die, 20 Zoll. Ihr habt eine krasse Federung schon alleine durch die Fatbike Tires. Dementsprechend braucht man hinten nicht unbedingt nochmal eine Federung. Vorne habt ihr ja eine Federung, die ist sogar ganz gut. Ja, und klappbar ist das Teil natürlich auch, das schauen wir uns jetzt direkt mal an. Einmal kann man hier den Lenker runterklappen, dann kann man das hier noch aufklappen, dementsprechend dann so zusammenschieben und schon ist das ein relativ kleines, kompaktes Paket, was so im Prinzip auch in jedes Auto reinpasst. Dann könnt ihr das natürlich wieder aufklappen und die Sache ist innerhalb von wenigen Sekunden im Prinzip wieder fahrbereit. Dann haben wir hier auch noch smarte Technik verbaut, denn hier oben das Display, das hat auch noch eine Navigationsfunktion, ist ansonsten auch sehr gut ablesbar und wir haben hier von Shimano eine 7-Gang-Schaltung, lässt sich alles leicht bedienen. Ihr habt noch einen praktischen Tragegriff, wirklich tragen wollt ihr das Fahrrad nicht, denn es wiegt über 27 Kilo, 27,5 oder sowas. Aber ihr könnt es ja gut irgendwo mit hinnehmen. In der Bahn ist es sogar kostenlos, weil es ja eben Klapprad ist und auch noch 20 Zoll Räder hat. Das heißt, Bahnfahren geht kostenlos. Jetzt blende ich euch an dieser Stelle mal noch die Spezifikation ein, damit ihr wisst, von was wir hier reden. Nochmal kurz zusammengefasst hier die Schaltung, also 7-Gang Shimano Schaltung, dann der Akku natürlich mit Markenzellen von Samsung, 14,5 Amperestunden. Bei 36 Volt habt ihr da eine Reichweite laut Hersteller bis zu 120 Kilometer. Und tatsächlich ist es hier an dieser Stelle noch wesentlich realistischer als an anderen Stellen. Ich erkläre euch auch gleich warum, denn da kommen wir noch dazu, da ist noch ein richtig cooles Top mit dabei. Dann Klappmechanismus, Display, wie gesagt, gut ablesbar und auch noch mit Navigationsfunktion über die App. Front Suspension hier vorne, STVZO-konform, dementsprechend natürlich auch noch hier mit der Frontbeleuchtung und der Heckbeleuchtung. Ein sehr guter, angenehmer Sattel, gute hydraulische Scheibenbremsen und jetzt kommen wir noch zum Top. Ein Drehmomentsensor und das macht das Ganze hier zu was ganz Besonderem, denn natürlich geht es bei mir immer um E-Bikes der besonderen Art und was ist daran so besonders? Ja, ganz ehrlich, schaut euch mal die anderen Marken an, Super 73 oder Engwi und sonst was, die alle, wie sie heißen, die Fatbike-Hersteller haben normalerweise immer ein Drehzahlsensor mit drin, weil es irgendwie ein bisschen billiger vielleicht ist, weil es bei so einem Fahrrad anscheinend die bessere Wahl ist. Da sage ich aber nein, für mich ist ein Drehmomentsensor immer die bessere Wahl, denn selbst hier, und das kann ich euch jetzt sagen, fühlt sich das viel natürlicher an. Natürlich fände ich es auch nicht schlecht, wenn es in Deutschland erlaubt wäre und ich hätte hier so einen Gasgriff im Endeffekt. Klar, dann kann ich mich mal draufsetzen und im Endeffekt Moped fahren. Ja, aber dann möchte ich wirklich lieber einen Gasgriff haben und nicht Alibi treten müssen. Aber hier, nachdem das ja in Deutschland nicht erlaubt ist mit Gasgriff, finde ich das hier eigentlich die bessere Variante, denn dann fühlt sich das Fahren tatsächlich noch wesentlich natürlicher an. Und es ist auch akkusparender, denn bei einem Drehzahlsensor könnt ihr im Prinzip ja nur Vollgas geben oder gar kein Gas geben. Je nach Unterstützungsstufe werdet ihr dann unterstützt bis zu einem bestimmten Geschwindigkeitslevel. Und dann müsst ihr im Prinzip wieder aufhören zu treten. Hier könnt ihr einfach ganz gemütlich weniger treten und so bestimmte Geschwindigkeiten erreichen. Selbst in Stufe 3 könnt ihr dementsprechend alle Geschwindigkeitsbänder abdecken. Und das ist viel, viel natürlicher. Und wenn ihr dann doch mal die Power braucht, dann drückt ihr ein bisschen mehr rein. Und den Berg hier vorne, den bin ich gerade schon mal hochgefahren. Ja klar, muss man da vielleicht auch mal kurz aufstehen. Aber es funktioniert. Also ihr kommt mit dem Teil hier auch etwas steilere Berge hoch. Ihr habt ja eine 7-Gang-Shimano-Schaltung hier mit dran. Dementsprechend
ist das Teil absolut geländetauglich, fühlt sich in so einem Gelände auch absolut wohl. Ihr seid da wirklich stabil unterwegs und das ist natürlich auch nochmal ein richtiger Pluspunkt hier von dem Disoasis, von dem Beast, dass es einfach robust ist. Dementsprechend natürlich Gewicht ein bisschen höher, aber Robustness ist auf jeden Fall gegeben. So, dann kommen wir jetzt noch ganz schnell zu den Tops und Flops, dann noch ein Fazit. Und dann war es das schon. Also Tops und Flops. Top Nummer 1. Ja, Top Nummer 1 bei so einem Fahrrad ist es tatsächlich als Top zu nennen, dass es legal ist. Das ist nicht selbstverständlich bei solchen Bikes. Ich habe euch auf meinem Kanal auch schon Bikes vorgestellt, die so ähnlich aussahen und leider nicht legal waren. Das ist leider oft so. Aber Ado hat es verstanden, dass der europäische Markt eben andere Anforderungen hat als die internationalen Märkte. Dementsprechend ist auch die Unterscheidung auf der Webseite zwischen European Version und International Version. Die internationale Version hat hier noch einen Gasgriff mit dran. Die europäische Version hat eben alles das, was die Pedelec-Norm vorsieht. Dementsprechend 250 Watt hinten am Motor. 65 Newtonmeter sind powerful und die kriegt ihr auch, aber eben auch kein Gasgriff. Und das ist schon mal ganz wichtig. CE-konform, STVZO-konform, DK geprüft, alles mit dabei. Top Nummer 2 ist für mich ganz ehrlich hier der Drehmomentsensor. Das ist das erste Fatbike, was ich fahre, was wirklich einen Drehmomentsensor hat. Und das finde ich super, fühlt sich extrem natürlich an, finde ich geil. Und es ist tatsächlich auch nochmal akkusparender. Also ihr kommt mit dem Bike viel, viel weiter, weil natürlich die Dosierung der Leistung wesentlich gefühlvoller sein kann als bei einem An-Ausschalter. Und das geht hier halt einfach linear, könnt ihr hier im Prinzip Gas geben. Das ist viel besser, viel angenehmer, viel natürlicher. Und Top Nummer 3 ist für mich einfach hier das Display. Das ist erstens sehr gut ablesbar. Zweitens sind alle Informationen, die ihr braucht, im Prinzip schon auf dem Display gleich mit drauf. Und drittens habt ihr auch noch App-Konnektivität über Bluetooth. Das heißt, ihr könnt auch noch auf eurem Handy eine Navigation laufen lassen, das Handy dann in die Hosentasche stecken und schon seht ihr die Navigationshinweise hier auf dem Display. Das funktioniert tatsächlich jetzt noch nicht, deswegen konnte ich es noch nicht testen. Noch nicht sichtbar für Deutschland, aber coole Sache. Natürlich gibt es auch überall Flops. Flop Nummer 1, ja, also man muss schon sagen, es ist schwer. Wirklich tragen wollt ihr es nicht, aber ich meine, es kommt daher, dass es einfach robust ist. Dementsprechend denke ich, man muss es nennen, aber es ist im Prinzip klar, bei so einem Biest ist es logisch, dass es nichts ist, was ihr unbedingt tragen wollt, sondern eher was ist, was ihr fahren wollt. Ja, Flop Nummer 2 ist für mich tatsächlich ein bisschen die Sitzposition. Also ich zeige es euch mal, wenn ich hier drauf sitze. Obwohl jetzt das Sattelrohr relativ schräg vom Winkel her schon ist, komme ich hier eigentlich nur auf den Boden, wenn ich jetzt hier so einen Stein noch habe. Ansonsten muss ich mich schon sehr strecken. Das heißt also, obwohl ich jetzt hier noch nicht wirklich so sitze, dass ich meine Füße ideal hier durchstrecken kann, geht schon, aber ich könnte fast noch ein bisschen höher sitzen. Trotzdem bin ich sehr, sehr weit weg vom Boden. Das heißt also, das ganze Teil ist natürlich im Prinzip wie ein SUV. Da ist alles ein bisschen weiter oben und von dem her müsst ihr einfach, wenn ihr an der Ampel steht, vielleicht tatsächlich mal kurz absteigen. Das ist dann kein Problem. Und ansonsten sitze ich hier ergonomisch schon einigermaßen vernünftig drauf. Also ich kriege da jetzt keine Rückenschmerzen und muss sagen, das passt für mich. Ja, und Flop Nummer 3, also ihr könnt ja den Akku, wie gesagt, hier rausnehmen und dann einfach im Wohnzimmer laden, dazu entsprechend einfach hier nochmal aufmachen und dann seht ihr schon, da ist hier der Akku mit drin. Mit dem Schlüssel könnt ihr den dann entfernen, hier einfach rausziehen und dann eben im Wohnzimmer laden. Geht alles ganz einfach, aber die Ladezeit sind eben 5 bis 7 Stunden. Und 5 bis 7 Stunden finde ich schon lang. Es ist also nur ein 2 Ampere Ladegerät mit dabei. Aber ihr wisst einfach, das müsst ihr halt über Nacht aufladen. Dann passt es schon, dementsprechend jetzt auch kein schlimmes Flop. So, dann kommen wir noch zu einem Fazit hier zu dem Beast, dem Ado Beast. Ja, tatsächlich ist es wirklich ein kleines Biest. Fährt sich auch ein bisschen biestig. Das merkt man einfach, dass der Motor hier hinten schon Dampf hat. 65 Newtonmeter sind nicht ohne 250 Watt. In der Spitze natürlich wesentlich mehr. Also mit dem Teil kann man schon ordentlich Gas geben. Und 25 km/h sind in so einem Gelände hier tatsächlich eigentlich auch ausreichend. Dementsprechend muss es gar nicht immer illegal sein. Man kann auch legal Spaß haben. Das finde ich jetzt an der Stelle hier richtig gut. Dass wir ein Fatbike haben, was in Deutschland so legal ist.
Regal ist, was zu einem attraktiven Preis zu haben ist, was auch noch smart ist, dadurch, dass wir hier auch noch eine Navigationsfunktion mit auf dem Display haben und was auch noch einen Drehmomentsensor hat, was ganz Besonderes ist in dieser Klasse von Fahrrädern. Habt ihr normalerweise einen Drehzahlsensor, also an oder aus. Mit dem Drehmomentsensor könnt ihr die Leistung einfach viel feinfühliger justieren. Dementsprechend ist es akkusparend und auch für die Lebensdauer der Batterie nochmal von Vorteil. Und es fährt sich auch noch viel natürlicher. Also finde ich eine tolle Sache. Was ganz Besonderes, das Dees Oasis Beast ist echt ein Beast, was auf jeden Fall Spaß macht zu fahren. Kann ich euch empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Like. Drückt da unten auf den Subscribe-Button, dann verpasst ihr keine Updates. Bei mir geht es immer um Elektromobilität der besonderen Art. Dann sage ich an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Servus.